Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Played Up, wie in der letzten Folge, die zu dritt mit Benny und Julian. Hallo. Hi. So, wir wollen jetzt doch nicht weiter forschen, wir wollen uns das Hochleistungsspülbecken leisten. Oh, jetzt geht's ab. Ja, und ich glaube jetzt... Oh, ich dachte, das Spiel ist abgestürzt bei mir. So, und unsere Idee war jetzt... Oder ist es noch, dass Julian direkt das dreckige Geschirr hier reinschmeißt? In das Hochleistungsspülbecken, da passen nämlich vier Sachen rein. So kann Benny oder Marcel direkt spülen und das würde uns viel Tisch ersparen. Und ich spüle doch einfach von selber, oder? Nein, du musst spülen. Aber du machst schneller und da passen vier Sachen rein. Ah, okay. Das heißt, es sollte dir deutlich einfacher fallen. Ja, okay. Ich find's gut. Und wir müssen, Benni, vielleicht willst du das direkt am Anfang wieder machen, wir müssen einmal jetzt nochmal kurz erforschen. Wenn ich was kann, dann ist es forschen. das sehe ich dich. Okay, ja dann los. Gehen wir rein in Tag 5, auch Regen. Oh. Ich klingel nicht. So, erforscht. Stimmt, da oben könnte man eigentlich so Tomaten platzieren, ne? Ja. So. Ach nee, und kein Teller erstmal. Nee, brauchst du noch nicht. Du passt ja jetzt einiges ich, rein. Ja, hab ich auch gesehen. Ich warte das bis 4 und dann. So. Abfahrt. Ich hoffe, dass ich mich nicht geirrt habe. Müsste aber so sein. So. Wir vertrauen und unserem Praktikanten. Ja, nee, ich habe mich tatsächlich geirrt. Da passt nur eins rein. Du musst sofort spielen. Oh. Aber es sollte deutlich schneller gehen. Ja, das ist mega schnell. Dann sollte es auch passen. Dann war das ein anderes Spielbecken und ich habe mich geirrt. Sorry. Jo, da kam ja ein anderes Spielbecken. Also schon, dass es schon das Spiel ist, aber... Ja, aber... Weil das ist brutal schnell, das ist krass. Dann ist es doch gut. Dann... Naja. Oh. So, was wollen wir denn? Was ist die Bestellung? Oh, perfekt, liegt da. Jo. Hallo, Teller, danke. Julian meinte auch, wir sind ja so verzweifelt bei Pizza, ne? Dass Pizza eigentlich so das Einfachste ist. Ja, ich verstehe nicht, wie man verzweifelt bei Pizza sein kann. Es geht, so viel kann ich dir spoilern. So, was brauchen wir noch? Ah, Tomaten. Ja. Hast du noch einmal Tomate? Ja, okay, danke. Einer will nur einen Salat, haben wir auch. Das heißt, jetzt haben wir gerade alle einmal. Jo. Perfekt. So, die sind bedient. Und jetzt viermal Tomaten, also viermal komplett. So. Wenn du einen Teller hast, gerne direkt hier vorne, Benny. Zweimal. Oh, sind das jetzt die letzten? Das war's schon? Ja, klar. Das war nicht so ganz schön entspannt. Und wir haben jetzt 100% mehr Gäste, oder nicht? Haben wir das nicht ausgewählt? Ja, warte, werden wir jetzt sehen, wie viele Gäste mehr wir haben. So, wir haben jetzt nächste Runde 12 Gäste plus 3, weil wir das ausgewählt haben. Ah, okay. Oh, was haben wir jetzt hier? So. Konzentriere dich auf hohe Standards und erwarte das auch von deinen Kunden. Preiswert. Gäste müssen so schnell wie möglich bedient werden. Ja, Luxus, oder? Joa. Wollen ja eine Sterneküche werden. Ja, klar. Hallo. So, jetzt kommt die Deko. Was haben wir denn hier alles gekriegt? Was habe ich denn hier? Saubere Pflanze. Vase. Boah, schwarze Bohnen. Ruhiges Gemälde. Verdoppelt. Geduld. Aber was haben wir eigentlich erforscht? Was kam dabei rum? Musst du mal schauen. Hochleistungsspülbecken. Können wir weiter forschen. Zimmerbrunnen. Abstrakte Lampe. Hier genau. Hier sehen wir diese Symbole, die Krawatten. Wie viel die bringen. 30 für eine Krawatte ist ein sehr gutes Geschäft.
Moment, eigentlich. Ist nicht 40 für 2 dann besser? Genau. Weil hier kostet zum Beispiel eine Krawatte 40, also... Ja, die kosten 2, 60, eine 30. Ja, dann, du bist der Praktikant, du darfst entscheiden. Ah, okay. Man muss die Praktikanten ja auch mal ein bisschen fördern. Da will ich zum Beispiel sowas mal hier holen. So, dann haben wir schon mal... Ah, jo, jetzt noch eine Krawatte, dann haben wir irgendwie kleine Sauerei, aber ich habe gerade nicht mehr im Kopf, was das gebracht hat. Ich würde 2 für 60 nochmal holen. Ich hoffe, das wird da jetzt nochmal angezeigt. Nein, so. Natürlich nicht. Geduldsbonus, wenn Essen gebracht wird. Ja, ich würde das mal... Ja, wir können es auch nichts mehr leisten, ja, okay. So, Benni, forschen? Ja, ich bin schon unterwegs. Ja, du stehst mir... Hallo! Ich wollte nur gucken, wie du unterwegs bist. Was soll ich denn so forschen? So, dann schauen wir uns mal an, was der sich wünscht. Ich denke mal an Salat. Aber don't judge me. Ich finde das übrigens noch ein Scam, dass mir ein Waschbecken versprochen worden ist mit... Das finde ich auch kacke. Mit 4 Tellern und... Was kommt da raus, wenn du einen Praktikanten beauftragst? Selbst schuld, ne, würde ich mal sagen, hier. Ja. Ey. Achso, du willst einfach nur einen Salat sagen, da sag das doch. Achso. Nee, ich habe gerade gar nicht nach unten geguckt, ich habe gerade die ganze Zeit nur... Also. ...fertige Sachen gemacht. Ach, du kannst in beide Spülbecken immer was reintun, oder? Ja, das ist das super Praktische. Ja gut, dafür kann man gerne die Tür opfern. So, was haben wir denn? Einer will einen Salat, hat er. Ein Teller bitte. Ja, kommt sofort, so. Ja, oder so. Genau, das Essen ist ja auch fertig schon für den Tisch. Perfekt, so. Ja, die wollen natürlich das Anspruchsvollste haben. Benni, wenn du gleich Zeit hast, kannst du einmal irgendwie 2 Tomaten oben hinlegen. Mach ich für Sie, Sir? Warte. Ui. Jetzt, oder? Ganz so. Rechts. So. Ach nee, du musst. Oh shit, wir mussten ja gucken, wegen. Dass die Leute rein können. Ja, wir haben gerade etwas. Zeitdruck. Passt. So. Das ist. So, was möchtest du? Du möchtest das. Ja. Dann haben wir 2, wo wir noch nicht wissen, was die wollen. Jetzt wissen wir es. Haben wir? Achso, da ist ein Tisch, der will nochmal ähnliches. Ja, genau, dasselbe. Dreckige Teller, Alarm, Alarm. Das ist kein Alarm. Ach, okay, ja. Ich bin hier schon voll am Schwitzen. Schon schneller, die müssen jetzt sofort ihren Teller abgeben. Lass den Tresen bitte frei auf der Stelle. Ey, nein! Ja, oh Gott. Okay, was brauchen wir gerade? Mit Tomate. Alles. Das war schon gerade sehr knapp. Oh. Ja, kannst ja die Teller eigentlich liegen lassen gerade, ne? Ja. Warte, du willst das und eine Tomate fehlt noch, dann haben wir fertig. Forscht haben wir, jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Macht das Wetter irgendeinen Einfluss, dass mehr Gäste kommen oder so? Nein. Oder weniger? Die Gäste verlieren nur Geduld. Oh. Draußen, also die können nicht in der Schlange stehen draußen. Okay, zweiter Stern. Sportlich. Ja, das war jetzt wirklich sportlich. Das habe ich schon sogar. Gäste verlieren Geduld, wenn sie Spieler anschauen. Bitte was? Das ist schon... Okay, wenn du das auswählst, dann würde ich das... Ja, weil wenn du Oliven oder wenn du Olivenzwiebeln hast, dann kommt die Küche nicht mehr hinterher. Ja, das kann ich verstehen. So, was haben wir jetzt? Waschbecken. Wäscht 4 Teller auf einmal ab. Ja, genau, das war das Waschbecken, was ich meinte, eigentlich. Kann aber kein Wasser bereiten, aber... Nehmen wir das? Können wir das nehmen und das andere Ding wieder in die Forschung tun? Nee. Oh, und was wäre jetzt, wenn wir das jetzt nochmal erforschen, was kommt dann? Weil dann müsst ihr ja nochmal... Ja, ich weiß ja nicht, ich würde das sogar holen. Das Spülbecken? Ja. Und noch einen zusätzlichen Esstisch. Noch ein Esstisch? Achso, dass mehr Leute rein können.
Ja, Benny, wie sagst du dazu? Willst du dann doch einen anderen Tisch haben? Ja, oder? So nice. Haben wir jetzt keine Deko-Sachen gekriegt gerade? Nee, Deko-Sachen kriegst du nur in der Deko-Runde. Warte mal, dann nehmen wir das Ding doch hier vorne hin und du kommst direkt wieder hier vor. So, 4 Sachen passen jetzt rein. Das will ich jetzt aber auch sehen. Einmal habe ich trotzdem mal daneben gestellt, weil im Endeffekt, wenn man mal braucht Platz noch braucht... Braucht ihr noch plötzlich einen Tresen? Boah, eigentlich gerade nicht, oder? Nee. Okay. Immer auf und... Okay, das sollte diese Runde etwas einfacher machen. Ach, du kannst die Stühle da wegmachen, das machst du, okay. Ja, weil so kann ich hier frei durchlaufen, sonst setzen sie sich hier vor mich und dann versperren die mir den Weg. Nice. Okay, das ist auch so, gut. Jetzt werden die Gäste nervös, wenn man sie anschaut. Die anschaut. Ja gut, da komme ich als Koch eh nicht in den, die Betulie. Schauen die mich an. So, jetzt muss ich, da muss man sofort liefern. Ach, die sind dann ungeduldig oder irgendwie so. Ja. Ach so, muss ich ja gar nicht. 4 Stück. Ah, du siehst sogar, wie viele das sind. So, jetzt kann dieser eine. Ich brauche jemanden, der mir vielleicht bei Tomaten kurz hilft. Hallo, Tomaten. Kannst du nochmal Tomaten machen, bitte? Nochmal kurz Tomaten. Tomaten. Dann geh ruhig erstmal spülen. Damit müssen wir jetzt gerade leben, dass wir nicht hinterherkommen. Oh, die einen wollen aber auch direkt essen, ne? Tomaten, ja, Tomaten. Ich brauch sofort Tomaten. Wir brauchen ein... So. Teller? Ja, hier ist ja sauber. Wir müssen den sauberen Teller auch rausnehmen, sonst kann ich da keinen neuen hinstellen, so. Perfekt. Irgendwie fühle ich mich, als hätte ich Stress. Ja, ich auch. Oh. So, was haben wir jetzt hier? Da, die 3 Tische kannst du unten direkt machen. Jo. Und wenn Benny einmal wäscht, wasch mal ruhig Benny, wenn da 3 Teller sind, weil dann können wir direkt die, kannst du die Teller direkt unter den Salat legen. Jo. Was brauchen wir jetzt gerade? Nur Salat. Normalen Salat? Okay, Benny macht schon. Ich bräuchte sofort Tomaten. Alarm. Ach so, der ist nicht geschnitten. Ja, ich wollte gerade sagen, was hast du da? Da. Benny, mach ruhig sauber. Hallo, ich brauch Teller. Okay, perfekt. So. Wie viele Gäste haben wir noch? 2 Stück noch? Das war's, glaube ich. Ja, genau. Einmal noch Tomaten schnibbeln. Okay, das war stressig. Ich weiß nicht, ob... Einmal musst du noch, ne? Jo. Also ohne dieses 4er-Waschbecken wäre das fast unmöglich gewesen. Nee, ich glaube auch, das ist noch eine Runde und dann war es das. Das war jetzt schon ultra knapp. Was ja dafür. So, schauen wir es mal an. So, erforscht. Hochleistungsspülbecken, doppelte Geschwindigkeit. Ja, es ist ja dann. Ja, das wollen wir nicht. Bestell. Was haben wir hier? Bestellaufnahme. Interagieren, um die Bestellung eines Tisches aus der Entfernung aufzunehmen. Nee, weniger Geduld war ja gerade schon nicht geil. Esstisch, Spülbecken, Anzeigeständer, auch nicht, ne? Eigentlich ist ja nichts, was wir wollen, oder? Ja, dann weiter. Okay, Benny, forschst du wieder? Ja, ich forsch wieder, ich renn. Lass dich diesmal auch mal durch. So. Das ist sehr nett, danke dir. Ich schneide am Anfang mit dir. Aber schneid dich nicht.
Na, wir haben wieder ein Spielback normal bekommen. Ach, ich kann die. Okay, kann ich das jetzt so machen? Ja. Ich glaube, wir können gefühlt immer mit Tomaten machen. Ja. Na, eigentlich schon. Wir könnten vielleicht mal oben einen Teller hinstellen. Hier mit Salat, falls du. Achso, ja, oder so. Warte, guck mal, da wird er sogar jetzt verlangt, der Teller. Hä? Mit Salat. Jetzt mit dem Angucken hatten wir aber, glaube ich, auch noch nicht. Ich glaube auch nicht. Das macht's auch etwas stressiger. Ein bisschen, ja. Glaube ich. So, 4 Teller, Benni. Jobwechsel. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ja. Ja, mach ruhig. Danke für den Teller. Da, Julian, kannst du einfach ansagen, wenn du einen reinen Salatteller möchtest? Also ich sehe es, hab's jetzt gerade gesehen, aber... Ja, okay. Weil sonst mische ich einfach immer direkt mit Tomate. Reiner Salatteller ist ja auch sehr selten. Ja. Ein bisschen eklig, ich glaub, einfach nur Salat. Einmal. Er bestellt dann einfach nur Salat. Wir bieten nicht mal Dressing an. Oh! Einfach nur Salat hier. Achso, ich brauche gleich Teller. Ich bin dabei. Wieder einmal Salat. Du siehst das, glaube ich, sogar teilweise besser als ich. Nee, das ist jetzt gerade, weil ich mal Zeit hatte. Ah. So, du. Ich hab schon wieder Suppe gemacht. Jetzt bieten wir auch Suppe an. Also mach die Teller direkt ruhig unter die Salate. Ach, der ist noch gar nicht geschnitten. Das ist schon jetzt, glaube ich, auch das 4. oder 5. Mal, dass ich direkt eine Tomate in den Salat legen möchte. Ja, Gewohnheit. Können wir uns nicht Do-It-Yourself-Restaurant nennen? Jeder geht mal selber in die Küche und macht schnell, was er will. Ja. Teller waschen. Ja, bin dabei. Mit einem Salat hast du. Jo. Dieser Dreck nervt gewaltig. Bist du langsamer dadurch? Ja, sehr. Man stockt. Alle Gäste sind schon da? Ja. Warte mal, Benni, dann sind wir durch. Dann machen wir jetzt noch, warte, der kommt da hin und einmal einen Teller und dann. Achso, du hattest den Salat schon in der Hand. Die Runde war ziemlich entspannt. Die war richtig, die war wirklich entspannt. Mal gucken. Ich hoffe jetzt mal, dass was Gutes bei der Forschung bei rumgekommen ist. Ich glaube nämlich nicht. Wieso? Weil ich sehe das wieder. Du kannst das ja erkennen, dass dein Spülbecken drin wieder ist. Das Spiel wird uns keine Spülmaschine schenken. Und jetzt haben wir normales Waschbecken. Ein Spülbecken. Ich würde euch das scharfe Messer ans Herz legen. Ja, okay. Nicht, dass wir uns schneiden. Ja genau, dann schneidest du alles in... Hand umdrehen. Aber wie mache ich das? Du nimmst das einmal in die Hand. Das Messer. Danach, ja, oder zum Beispiel, ja, genau. Und danach kannst du alles sofort schneiden. Oh, nice. Was haben wir Bewertungs- Und wenn du dann einen Teller in die Hand nimmst, kannst du dann danach immer noch alles normal schneiden und musst dann nochmal das Messer in die Hand nehmen. Du kannst, das weiß ich gerade nicht, aber ich bin immer, ich war immer Kellner und Freunde haben immer das Messer genommen direkt. Okay. Ja, dann. Ja, ich denke. Eins schaffen wir Nutzen haben, sonst schmeißen wir es raus direkt. Okay, eins schaffen wir noch. Ja. Wir sind schon eigentlich ziemlich weit sogar. So, ich nehme das Messer. Jetzt habe ich das Messer in der Hand. Merkst du den Unterschied? Ja. Der müsste ja gewaltig sein. Geht brutal schnell, also gefühlt. Ich frage, warte mal, ich nehme mal einen Teller in die Hand auch. Oh ja, du, aber Teller und Messer in der Hand ist gefährlich, Kollege. Sagt wer? Sagt meine Mutter. Okay, dann sollten wir da... Solltest du in einem Extremtempo schneiden. Oh ja, ich muss aufpassen, ich keine Suppe mache. Ja, keine Tomatensoße hier. Ja, oder Tomatensoße. Normaler Salat. Teller für normalen Salat, bitte. Danke. So, und jetzt wird hier... Noch normaler Salat.
Ach, du brauchst noch einen. Noch ja, einen ja. Nochmal. So, Teleport. So. Ja, warte, mach. warte. Okay, egal. So. Trotzdem ist er perfekt. Ja, ein bisschen was vorbereitet. Oh ja, das sieht doch schon mal gut aus. Normalen Salat brauchst du wieder einmal. Du Gott nicht. Oh, okay, dann ist das immer noch irgendwie, wenn du das in der Hand hast oder so. Ja. Ich kann es ruhig, genau. Die einfach wegschieben kann. Ich glaube dann. Oh, wir brauchen einen normalen Salat. Ja. Hier. So. Okay. Teller. Ja. Bitte schön. Bitte. Normaler Salat. Tomate. Oh jo, wir haben gar keine Tomate gerade. Ja. So. Na, der Tag ist auch wieder fertig. Echt? Nee. Also, drei Gäste noch, ja, ne? Ja. Ja, aber kein Stress mehr. Ja, okay, dann haben wir noch für die Küche einen Salat. Ein Salat. Ach, sieh mal an, was wir erforscht haben. Oh, sieht gut aus. Das gefällt Benny. Das sieht gut aus. Das gefällt Benny sehr. Das ist ein Schritt zur Automatisierung. So, sofort Service Gäste bestellen ohne Wartezeit. Oh, das wollte er echt nehmen? Achso, aber was anderes sind wieder Sachen, ne? Ja, wenn du neue Sachen hintust, dann... Ist die Küche zu klein. Ja, weil ihr, für euch reichen ja schon mal, die beiden Sachen sind ja schon überfordert. Das ist richtig. Das ist auch schwierig. So, schaut mal rein in die Forschung. Da wartet euch etwas. Erwartet euch etwas. Du wirst niemals verstehen, was du ohne ihn gemacht hast. Aktivieren, um vier Teller auf einmal zu reinigen. Geil. Jo. Komm, dann stellen wir doch direkt hier hin. Genau. So, dann kann ich das direkt da rein tun und kann die starten. Ach du. Okay. Ja, eigentlich bräuchte ich nur. Ja? Genau, das Viererspielbecken ist daneben. Falls der voll ist, dann kann ich das da rein tun. Was haben wir jetzt hier noch? Turnschuhe. Die werde ich mir wahrscheinlich dann holen. Dann bist du schneller, oder? Genau. Dieses Produkt ist nicht für die Küche geeignet. Ja gut, aber für heute sind wir erstmal wieder durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.